Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat in einem Berufungsverfahren gegen den Faktencheck bei Facebook geurteilt. Zugrunde lag ein Streit zwischen dem Magazin Tichys Einblick und dem von Facebook für den Faktencheck beauftragten Recherchenetzwerk Corrective. In einem Artikel des Magazins geht es um einen offenen Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dessen Unterzeichnern zufolge es keinen Klimanotstand gibt. Tichys Einblick spricht dabei von 500 Wissenschaftlern. Corrective hat den Artikel mit dem Hinweis teils falsch versehen, denn bei den Unterzeichnern handle es sich nicht nur um Wissenschaftler. Außerdem seien einige Behauptungen in dem Brief unzutreffend. Tichys Einblick klagte. Bei der Einschätzung handle es sich nicht um einen Faktencheck, sondern eine Wertung. Außerdem sei der Sonderstatus des Recherchenetzwerks unlauterer Wettbewerb. Vor allem, weil die Reichweite eines mit Stempel versehenen Artikels gezielt reduziert wird. Nachdem die erste Instanz, das Landgericht Mannheim, zugunsten von Corrective entschied, urteilte das Karlsruher Gericht anders. Der Post darf nicht mehr mit dem Stempel versehen werden. Sonst drohen ein Bußgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Ordnungshaft von 1 bis 2 Jahren. Die Begründung des Urteils? Der Hinweis der Faktenchecker könne missverstanden werden. Denn die Kritik von Corrective habe sich weit überwiegend auf den offenen Brief bezogen und nicht auf die Berichterstattung. Das Gericht betonte jedoch, dass in dem Berufungsverfahren nicht über die Rechtmäßigkeit von Faktenprüfungen auf Facebook im Allgemeinen entschieden wurde.